Na, weil du hast uns immer angekündigt. Das ist auch okay. Sehr gut. Gerade habe ich dafür überhaupt gezahlt. Mir klar. Ja, ja. Und was kommt jetzt? Jetzt kommt Chip auslesen dran. Okay, da können wir etwas auf, oder? Ich glaube, das kriegen wir hin. Das schaffen wir, glaube ich. Lang kann ich wieder. Ja. Felix Schock, wenn er sich Grund selbst in live von den Playful Force zur begleitenden Prüfung teilnehmen. Dankeschön. Wer? Okay, alles klar. Ich habe das mal ein Zettel nehmen, wo ich glaube, ist, was stellen und nach Ausbruch. Enough.
Fangen wir mit der Bewertung, mit dem Begleithund an, mit dem Felix Schuck, mit seinem Kuba. In der Leinenführigkeit, da schnüffelt er doch auf die erste Gerade extrem. Also er muss echt erstmal alles abscannen hier. Er muss wissen, wer hier gelaufen ist. Aber er bleibt immer in der Nähe von seinem Hundeführer. Er geht in die Kehrt, er macht die Gruppe, er macht am Winkel, der Hanna hat, da muss man ihn mal nochmal bitten, dass er kommt. Da ist er, also da müsst ihr wesentlich ordentlicher laufen. Diese Übung ist ihm befriedigend. In der Freifolge, da zeigt er denn, was er kann. Da hat er eine schöne Grundstellung, da läuft er schön aufmerksam mit. Er hat sogar Kontakt zum Hundeführer. Das Einzige ist, er sollte in der Kehrtwendung das ein bisschen enger schließen. Die Gangartwechsel zeigt er schön und er geht auch schön in die Grundstellung. Diese Übung lasse ich ihm im SG. Sitze aus der Bewegung, hier in der Grundstellung hat er eine schöne Grundstellung. In der Entwicklung vielleicht einen Touch besser mitgehen, aber wirklich minimal. Das Kommando wird gut angenommen, die Ausführung ist gut, die Aufmerksamkeit zum Hundeführer ist ohne Beanstandung. Diese Übung ist im hohen SG. Ablegen in Verbindung mit Herankommen, auch hier eine schöne Grundstellung, auch in der Entwicklung korrekt mit dem Kommando nimmt er gut an. Er könnte vielleicht minimal schneller ausführen, er braucht da ein Doppelkommando, das kostet ihn. Abrufe kommt das schön zügig, flott zum Hundeführer hingrennt, er hat einen schönen Vorsitz, er wechselt gut, diese Übung lasse ich ihm auch noch im SG. Ablegen unter Ablenkung, da haben wir alle gesehen, da geht er natürlich ins Mangelhaft, weil er muss. Er hat das starke Bedürfnis zum Schnüffeln. Also es ist ein typischer Mann, kaum hat er eine Frau im Hintergrund, wird geschnüffelt. Erster Teil bestanden, der Hund kann es wirklich, der zeigt uns, dass er es kann. Aber die Nase halt, gell? Ich war fertig mit dem. Ja, genau. Oder? Abartig. Wie alt ist denn der? Ja, ich danke.
Ja, ihr habt die Prüfung gesehen. Wir haben es bestanden. Ihr habt in der Bewertung gehört, einmal mit mangelhaft. Das war mir fast klar, dass das so abläuft. Es hat einfach nicht liegen geblieben. Das Ganze hat er, glaube ich, dreimal gemacht oder so. Ja, hab schon gedacht, das wäre es jetzt gewesen, aber es ging dann trotzdem weiter, wie es auch die Richterin gesagt hat, in der Freifolge und so weiter, hat er dann gezeigt, was er kann. Ich fand es ganz gut, war eine coole Erfahrung, also für die, die nicht wissen, was SG heißt, in dem Fall sehr gut, sprich, das war dreimal sehr gut, einmal davon im Boden sehr gut, Leine, klar, war aber wieder mit der Nase nur am Boden. Ja, ein bisschen doof, aber ich habe mir gedacht, was soll ich machen? Ich könnte mir korrigieren oder ich könnte einfach weiterlaufen, weil er ist ja nebenher gelaufen. Er war ja da, er war halt bei der Sache, aber er war ja bei Fuß quasi. Habe mich dann dafür entschieden, einfach schnüffeln zu lassen. Genau, ansonsten, ich fand's cool. So, Katze, hallo. Ja. Ich fand's cool, jetzt kriegt Kuba definitiv schon mal eine Pause über den Winter. Jetzt ist tatsächlich nicht nur Training und Spaß angesagt, sondern eigentlich nur noch Spaß. Und dann müssen wir mal gucken, was wir weitermachen. Mal gucken, ob ich auf die Richterin höre und mit ihm in die Fette gehe, aber ja, schauen wir mal. Ja, ich fand's cool. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr zu dem Ganzen sagt. Vielleicht haben wir da ja auch ein paar im Hundesport dabei an Zuschauer, die sich da besser auskennen als ich, Frischling. Schreibt mir mal eure Meinung dazu. Also ich muss sagen, ich habe nach dem befriedigend irgendwie schon abgeschaltet gehabt. Ich habe mir das gerade nochmal angeschaut, was die Kimi gefilmt hat. Und ich habe diese ganzen sehr gut gar nicht mitgekriegt. Ich habe schon abgeschaltet gehabt. Ich fand's cool, wiederhole mich da. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Ich hoffe, ihr nehmt es auch ein bisschen als Ansporn oder als Beweis, dass es ein Bulli auch kann. Würde mich freuen, wie gesagt, wenn ich ein paar Kommentare kriege, wie ihr es fandet. Würde mich auch freuen, wenn das ein paar zum Anlass nehmen und mit dem Hund ein bisschen mehr machen. Ja, du willst auch mal wieder auf die Kamera, hm? Ja, egal. Also ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.